Julian Bock ist seit mehr als 10 Jahren Lokführer. Heute soll er den Regionalzug über Augsburg nach Dinkelscherben fahren. Der Kollege hat den Zug schon vorbereitet. Ich kann jetzt in den vorgewärmten Zug aufspringen. Ansonsten muss der Zug natürlich, bevor er in Betrieb geht, komplett geprüft werden. Es müssen alle Systeme geprüft werden. Wir schauen, ob Fundsachen liegen geblieben sind, ob ein Fahrgast eingeschlafen ist und einfach, ob es auch keine Beschädigungen gibt, Vandalismus oder Sonstiges. Bock kann gleich in den Führerstand, denn auch die Bremsprüfung erfolgt elektronisch. Wir machen sozusagen also die Wendebremsprobe. Wir gucken einfach, ob das Fahrzeug hier von dem Führerstand aus, weil wir die Fahrtrichtung gewechselt haben, ob hier mit der Bedienung für die Bremsenanlagen alles funktioniert. Damit er losfahren kann, meldet er sich beim Fahrdienstleiter. Dann holt er sich das Signal. Das ist eine betriebliche Besonderheit hier in München, dass wir uns selber das Signal ZP9 erstellen müssen. Regionalbahn 86 hier von München. Er hat grün und kann abfahren. Der neue Doppelstockzug beschleunigt. Während der Fahrt dürfen wir nicht mit dem Lokführer sprechen. Schon vor dem Bahnhof Pasing gibt es das erste Problem. Bocks Regionalbahn wird wegen einer Weichenstörung aufgehalten. Die 10 Minuten Verspätung können auch am Hauptbahnhof in Augsburg nicht aufgeholt werden. Fahrerwechsel auf der Rückfahrt und Zeit für ein Interview. Über die Familie kam der Kontakt zur Bahn. Das hat angefangen mit der Holzeisenbahn, über die Lego-Eisenbahn und die Modelleisenbahn. Und dann war halt schon klar, es gab nur diese eine Richtung, Richtung Eisenbahn. Julian Bock war schon Ausbilder und ist jetzt Teamleiter für die Lokführer bei Go Ahead. Wenn man sozusagen wieder die Schulbank drückt und sich für diesen Beruf entscheidet, erstmal natürlich viel lernen und büffeln muss, aber vom ersten Tag an ein relativ gutes Grundgehalt bekommt. Und das eben vom ersten Tag an. Und man mit wenig Vorerfahrung diesen Quereinstieg mit 11 Monaten meistern kann und sozusagen den Beruf dann erlernen kann, ist das eigentlich relativ angenehm. Also gutes Mittelfeld. Sein Arbeitgeber hat sich mit der GDL geeinigt. Das macht nach Bocks Ansicht den Lokführerberuf attraktiver. Außerdem Arbeitszeitverkürzung für Schichtarbeiter. Das fordert die Gewerkschaft GDL auch von der weit größeren Deutschen Bahn.